Herzlich willkommen zur 35. Runde der Tipico Bundesliga. Herzlich willkommen aus dem prall gefüllten Allianzstadion hier in Wien-Hütteldorf. Und Sie sehen, hier wird gerade einer verabschiedet. Louis Schaub, den zieht es nach Deutschland in die zweite deutsche Bundesliga zum ersten FC Köln. 159 Spiele hat er gemacht für den SK Rapid. 25 Tore erzielt. Und das Publikum, das bedankt sich dafür ganz artig. Da gibt es noch Umarmungen von Christoph Peschek, vom Präsidenten Michael Kramer. Auch Freddy Bickel lässt sich das Erinnerungsfoto nicht entgehen. In Kürze geht's los hier. Der SK Rapid, der will im letzten Heimspiel noch einen versöhnlichen Abschied von und mit dem eigenen Publikum feiern. Für die Hütteldorfer geht es ja nach einer durchwachsenen, nach einer schwierigen Saison noch um Platz 3 im Fernduell mit dem LASK. Aber das wird heute kein einfaches Unterfangen, denn gegen den heutigen Gegner, gegen den SC Rheindorf-Altach, konnte Rapid in dieser Saison noch nicht gewinnen. Zwei Remis und eine Niederlage stehen heuer im Duell mit den Vorarlbergern zu Buche. Den letzten Sieg, den gab es ausgerechnet beim Debüt von Goran Djuricin. Das war am 15. April des Vorjahres. Damals gab es einen 3:0 Erfolg. In knapp 16 Jahren. Gut 20.000 Leute sind also gekommen, um an diesem speziellen Tag teilhaben zu können. Sie sehen ihn hier, den wichtigsten Mann des heutigen Tages, Steffen Hofmann. 539 Pflichtspiele hat er gemacht für seine Rapidler, 127 Tore erzielt, 208 Vorlagen geliefert. Zweimal wurde er mit den Grün-Weißen Meister, 2005 und 2008. Es war das seine 16. Saison beim SK Rapid. Wir blicken kurz auf die Aufstellung, die Goran Djuricin heute gewählt hat. Steffen Hofmann ist da nicht dabei, der kommt von der Bank. Da können Sie Gift drauf nehmen, dass der heute einen Einsatz bekommen wird. Die wichtigste Änderung im Vergleich zur Vorwoche, die betrifft das System. Goran Djuricin hat wieder umgestellt, hat letzte Woche eine Dreier- bzw. eine Fünferkette ausprobiert gegen Red Bull Salzburg. Eher mit durchwachsenem Erfolg. Vier neue Spieler sind auch dabei. Schoelton muss vorne stürmen, weil sich Georgi Kvilitaja im Training verletzt hatte. Und dann gab es auch die schlimmste Diagnose von allen, nämlich Knöchelbruch bei Georgi Kvilitaja. Deshalb Schoelton heute auch mit seinem Beginn in seinem letzten Heimspiel. Louis Schaub ist mit dabei, Stefan Auer und auch Lukas Galvao neu in der Startformation von Goran Djuricin. Eine schöne Choreografie des Block West. Schon Stunden zuvor hat man hier Steffen Hofmann Sprechchöre gehört, wurde immer wieder der Name des Fußballgottes skandiert und er hat es sich auch verdient. Steffen Hofmann sicher einer der prägendsten Spieler der österreichischen Bundesliga in diesem Jahrtausend. Das ist das heutige Schiedsrichterteam, angeführt von Christopher Jäger. Ihm zur Seite stehen heute Roland Brandner und Stefan Stangl. Als vierter Offizieller fungiert heute Alexander Hakam. Natürlich auch noch auf die Aufstellung der Gastmannschaft. Was hat sich Klaus Schmidt heute einfallen lassen? Da sehen wir eine ähnliche Formation wie bei den Gastgebern heute, nämlich ein 4-2-3-1. Bei den Altachern zwei Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche. Patrick Salomon kommt frisch ins Team. Auch Philipp Netzer ist wieder dabei. Das ist ein Segen für Klaus Schmidt, denn Benedikt Zech ist nach seiner fünften gelben Karte ja gesperrt. Die Abwehr also nach wie vor eine Baustelle bei den Altachern. Deshalb muss auch Christian Gebauer als Rechtsverteidiger wieder aushelfen. In Kürze geht's los hier. Ja, Goran Djuricin, der bekreuzigt sich hier noch einmal. War ja auch mit von der Partie am Mittwoch, als die Rapid-Delegation den Papst im Vatikan besucht hat. Gerade für die gläubigen Spieler unter den Rapidlern, also für die Brasilianer, auch für Dejan Ljubicic und natürlich auch für den Head Coach, für den Trainer Goran Djuricin, ein ganz besonderes Ereignis. Auf geht's!
die Gastgeber in den grünen Dressen. Zunächst von rechts nach links. Die Altacher heute in Schwarz-Weiß. Ja, er schaut zunächst einmal zu. Kann sich diese Partie, diese Anfangsphase ruhig einmal von der Bank zu Gemüte führen. Aber die Rapid-Verantwortlichen, die haben es uns im Vorfeld schon angekündigt. Es müsste schon etwas ganz Unvorhergesehenes passieren, dass Steffen Hofmann heute nicht zu seinem letzten Bundesliga-Heimspiel kommt. Murg hat Platz in der Mitte. Findet Louis Schaub. Thomas Murg schön durchgesteckt. Schultern! Na, das wäre es gewesen. Erste Minute, erste Riesenmöglichkeit für Rapid. Ich denke, das war kein Abseits. Schultern hat da gut gewartet, hat gut verzögert. Aber dann auch sehr schöne Reaktion vom Schlussmann der Altacher, von Andreas Luxe. Erste Ecke, Murg. Wieder Luxe. Also hier geht es ganz schön rund in der Anfangsphase. Und der Schlussmann der Altacher kann sich hier gleich in den ersten beiden Spielminuten zweimal auszeichnen. Galvao verliert das Duell mit Adrian Grbic. Gefährliche Situation, aber der kann dann nicht mehr draus machen. Und jetzt wieder Platz für die Hütteldorfer in der Gegenbewegung. Einfacher Ballverlust hier. Adrian Grbic ein zweites Mal der Nutznießer. Aber Stefan Schwab, der Kapitän, der Nachfolger von Steffen Hofmann, dazwischen. Schwab. Klare Entscheidung. Freistoß für die Altacher. Und jetzt einmal die Altacher mit der ersten Kombination, der ersten Chance, die nicht aus einem Ballverlust des SK Rapid resultiert ist. Aber die Defensive der Grün-Weißen, die hält. Manuel Thurnwald heute über links aufgeboten. Sein 9. Saisonspiel. Ein Tor hat er vorher ja bereits gemacht. Adrian Grbic. Wir haben sie ihn im Bild. Tolle Saison gespielt. Vor allem gegen Ende dieser Saison immer besser in Fahrt gekommen. 24 Spiele hat Adrian Grbic gemacht, 6 Tore hat er erzielt. Außerdem noch eines vorbereitet. Und seit diesen beiden Riesenchancen in der ersten und in der zweiten Minute ist hier nicht viel passiert. Rapid mit mehr Spielanteilen, Rapid mit mehr Ballbesitz. Die Altacher verlassen sich meistens auf das Umschalten nach Ballverlust der Grün-Weißen. Jetzt vielleicht Stefan Auer. Das war ein schöner Weiterball von Schwab. Thomas Murg ganz allein im 16er, im 1 gegen 1 gegen Philipp Netzer. Aber der Ball dann abgewehrt. Ah, viel Platz jetzt für Michael Cecur. Aber das war ein Foulspiel, da hat er sich wohl mit dem linken Arm ein wenig Platz verschafft. Im Zweikampf mit Galvao. Deshalb gibt es jetzt den nächsten Angriff der Grün-Weißen.
obwohl er noch gar nicht im Spiel ist. Sie hören es vielleicht im Hintergrund. Gibt es hier einen Steffen Hofmann Sprechchor nach dem anderen. Also der Mann des Tages. Zwar noch nicht auf dem Platz, aber dennoch in aller Munde. Schwab, schöner Doppelpass mit Philipp Schobesberger. Schobesberger gut aussteigen lassen. Scheitern! 1-0 Rapid! Sechste Spielminute und die Gastgeber liegen in Führung. Sehr zur Freude von Goran Djuricin, sehr zur Freude der gut 20.000 im Stadion. Und es hat sich abgezeichnet. Ausgangspunkt natürlich dieses tolle Dribbling von Philipp Schobesberger. Wunderbarer Übersteiger. Dann die Flanke auf den ersten Pfosten. Und Schwelton in seinem letzten Heimspiel für Rapid per Kopf erfolgreich. Erzielt sein 7. Saisontor in der Bundesliga. Und was für ein wichtiges. Also Rapid jetzt im Kampf um Platz 3 wieder mit einer sehr guten Ausgangsposition. Sie sind ja einen Punkt vor den Konkurrenten aus Linz, vor dem LASK. Haben es also in der eigenen Hand, diese Saison noch auf dem 3. Saisonplatz zu beenden. Dieser 3. Platz war ja vor dieser Spielzeit als Minimalziel ausgegeben worden. Den will man natürlich unbedingt erreichen. Der Europacup-Platz ist ja bereits fix. Und wieder. Gefährlicher Ballverlust der Altacher, ganz nah im eigenen 16er. Luis Schaub auch in seinem vorläufig letzten Heimspiel für die Grünen. Und da gibt's Foul. Michael Cecur an Manuel Thurnwald. Der Treffer von Schwelton übrigens, das erste Tor im Frühjahr für den Brasilianer. Sein letztes Tor für die Grünen hat er erzielt am 16. Dezember des Vorjahres. War ja wirklich gut in diese Saison gestartet. Aber dann mit fortlaufender Dauer konnte man auch ihm die Ermüdung immer wieder deutlich anmerken. Burg gut angetragen. Aber da ist ein Altacher zur Stelle. Gut gelöst von Emanuel Schreiner. Und jetzt gehört der Einwurf den Altachern. Christian Gebauer wird ihn ausführen. Gebauer, ja der Marathonmann beim SCR Altach. Hat als einziger Spieler bei den Vorarlbergern alle 34 Spiele gemacht. 4 Tore hat er erzielt. Christian Gebauer, 2 Vorlagen gegeben und heute Gebauer eben wieder auf der für ihn ungewohnten Position als Rechtsverteidiger aufgeboten. Torschütze zum 1-0. Samuel Nkwe mit dem Ballgewinn, aber kurz darauf ist er auch schon wieder weg. Aber man sieht auch schon in dieser Anfangsphase, dass die Mannschaft von Goran Djuricin genau das umsetzt, was ihnen ihr Trainer mitgegeben hat. Aggressiv sein, Druck machen, vor allem zu Beginn. Die Altacher da gar nicht erst aufmucken zu lassen.
Rapid mit den deutlich besseren Zweikampfwerten bis jetzt, auch mehr Ballbesitz, mit den zwingenderen Offensivaktionen und natürlich auch mit dem ersten Treffer der Begegnung. Fußballgott sitzt ja noch auf der Bank. Schwab, Schuelter und dann mit dem Ballverlust. Ja, inzwischen Brucker bindet Andreas Lux ein. Der hat bislang vermutlich auch einige Ballkontakte mehr gehabt, als er sich zu diesem Zeitpunkt des Spiels gewünscht hätte. Michael Cecor. Sein fünfter Einsatz in dieser Saison. Hat einen guten Einstand gefeiert. Ein Tor hat er bereits erzielt. Nämlich vergangene Runde gegen den SK in St. Pölten, das 1:0. Allerdings gebracht hat es den Alltag ein wenig. Das Spiel ging ja bekanntlich noch mit 1:3 verloren. Platz 3, der steht ja noch nicht fest, aber eine Serie, die haben die Wiener mit diesem 1:0 bereits frühzeitig nach Hause gebracht. Und zwar hat Rapid in jedem einzelnen Heimspiel getroffen in dieser Saison, saisonübergreifend bereits 22 Spiele hier im Allianzstadion ein Tor erzielt. Allerdings, die Grünen können auch gewarnt sein. Zum 22. Mal gehen sie in dieser Saison in Front. 6 Mal haben sie danach aber noch Punkte abgeben müssen. Fällt den Alltag an ein. Aktuell herzlich wenig. Die Vorarlberger können mit dem Druck, den die Wiener da in dieser Anfangsphase ausüben, gar nichts anfangen. Finden wenig Gegenmittel, um sich einmal zu befreien. Vielleicht jetzt einmal mit dem hohen Ball. Aber kaum sage ich's, ist die Kugel auch schon wieder weg. Guter Pass auf Schuelton. Schuelton! 2:0. Ganze 14 Minuten hat er gebraucht, der Brasilianer, in seinem letzten Heimspiel, um sein Team hier mit 2:0 in Front zu schießen. Sein 7. Saisontor. Das zuvor war das 6. Schauen wir noch einmal drauf. Wunderbarer Pass von Dejan Ljubicic. Dann verzögert Schuelton. Hat hier sogar noch etwas Ballglück. Jan Zwischenbrucker mit der Fußspitze dran, aber dann bekommt er ihn noch einmal. Und Andreas Luxe dann völlig ohne Abwehrchance. Schauen wir noch einmal drauf. Bekommt ihn hier noch an den Unterarm, Schuelton. Aber die Hand angelegt. Sicher keine Absicht dabei. Für mich ist das ein reguläres Tor. Für die Schiedsrichter auch. Und so steht es 2:0 nach einer knappen Viertelstunde. Läuft bei den Grünen.
Sie hätten ihn gerne gehalten, den Torschützen. Sie hätten Schwelton wirklich gerne auch in der kommenden Saison hier stürmen gesehen. Ein gefährlicher Rückpass. Aber Strebinger auf den Posten. Aber Sportdirektor Freddy Bickel hat gesagt, es gibt keine Chance mehr, dass Schwelton auch kommende Saison das Trikot des SK Rapid tragen wird. Die Ablöseforderungen von Hoffenheim, von wo er ja ausgeliehen ist, waren einfach zu hoch. Hoffenheim hat dann noch angeboten, sollte sich kein anderer Transfer ergeben, dass man am Ende des Sommers vielleicht sich noch einmal an einen Tisch sitzen könnte. Aber da hat Freddy Bickel dann auch gemeint, wir sind sicher nicht der Notnagel für zerschlagene Transfers. Wieder schöner Pass, wieder ist es Schwelton, diesmal aus leicht abseitsverdächtiger Position. Und dann Stefan Schwab mit dem Abschluss, aber pariert von Luxe. Schaub auf Schwab, gute Finte. Rapid belagert jetzt den Strafraum, Ljubicic. Es bleibt dabei. 16,5 Minuten sind gespielt und die Altacher, das Team von Klaus Schmidt, findet einfach kein Mittel gegen diese druckvoll agierenden Rapidler. Klaus Schmidt, dessen Verbleib in Altach ja alles andere als sicher ist. Da hätte es angeblich diese Woche schon eine Entscheidung geben sollen. Die Zeichen standen da schon auf Abschied. Dann ist man in Altach draufgekommen, dass man ja theoretisch noch den 7. Platz erringen könnte. Dann würde sich der Vertrag von Schmidt automatisch um ein Jahr verlängern. Deshalb hat man dann auch das Nachtragsspiel der Wiener Austria beim WAC abgewartet, wo die Wiener Austria dann auch verloren hat. Deshalb die Altacher nach wie vor in Schlagdistanz zu den Violetten. 4 Punkte dahinter. 3 Punkte dahinter, Verzeihung. Müssten allerdings wohl 4 Punkte machen und die Austria müsste beide Spiele verlieren, um noch realistisch den 7. Platz erreichen zu können. Schaub aus, aber da sind dann zu viele Altacher, da gab es kein Durchkommen. Dafür ist links jetzt richtig viel Platz, Schobesberger, ähnliche Position wie vor dem 2. Tor, aber dann rutscht er weg im Duell mit Gebauer. Aber Christian Gebauer, für mich ein Unsicherheitsfaktor auf dieser rechten Abwehrseite, so gut er auch offensiv ist mit seiner Geschwindigkeit, seinem schnellen ersten Schritt, aber defensiv ist er nicht immer dort, wo er stehen soll. Knapp 20 Minuten sind um und die Überlegenheit des SK Rapid, die drückt sich auch anhand der Zahlen aus. 60% gewonnene Zweikämpfe, 90% angekommene Pässe und 74% Ballbesitz. Dazu bereits 4 Schüsse aufs Tor abgegeben, die Altacher noch keinen einzigen. Also diese Statistik, die spricht eine sehr deutliche Sprache. Über die Mitte versucht, die Altacher. Aber Max Hofmann hat diesen weiten Ball dann abgefangen. Spielaufbau also jetzt wieder über Galvao. Schobesberger, Hofmann. Links wäre Platz, Thurnwald ganz allein auf weiter Flur.
Schaub, toller Pass auf Murg, kein Abseits. Aber dann legt er sich die Kugel etwas zu weit vor. Und so kann Zwischenbrugger noch einschreiten. Marke Bauer wollte das Spiel jetzt schnell machen. Aber seine Mitspieler, die haben hier nicht schnell genug reagiert. Deshalb auch die Defensive der Hütteldorfer wieder geordnet. Und der Spielaufbau der Altacher wieder schwierig. Gefangen, Stefan Auer, Philipp Schobersberger, das sind seine Situationen im 1 gegen 1, wenn er Tempo aufgenommen hat, hat er versucht, den weiten Ball auf Stefan Schwab zu schlagen, aber dann ist ihm der etwas zu kurz geraten. Marco Meilinger verliert die Kugel schon wieder an Stefan Auer, der spielt das bislang staubtrocken da auf der rechten Abwehrseite. Die gesamte Rapid-Defensive bisher. Wieder gibt es Platz auf der linken Seite. Wow, Ljubicic. Auf Murg, etwas zu kurz der Pass für Louis Schaub. Jetzt vielleicht einmal die Möglichkeit für die Altacher hier einen Konter zu fahren. Michael Jekua, da ist viel Platz, aber versucht Joel Don anzuspielen. Dieser Pass allerdings etwas zu lang. Jekua steigt am höchsten, köpfelt den Ball dann Richtung Richard Strebinger, aber der war auf dem Posten und hat dann keine Probleme, sich den Ball zu schnappen. Stefan Schwab will hier das Spiel verlagern auf die rechte Seite, aber der weite Ball etwas zu niedrig, abgefangen von Marco Meilinger. Way jetzt mit Platz. Meilinger. Oh, Adrian Gribic, das war die beste Chance der Altacher bislang. Flanke von Emanuel Schreiner, aber Adrian Gribic bekommt die Birne nicht ans Spielgerät. Schauen wir noch einmal drauf. Hier Meilinger mit dem öffnenden Pass. Dann Schreiner mit der Flanke, Adrian Gribic knapp. Nicht am Ball. Allerdings war Manuel Thurnwald noch dran, deshalb gibt es jetzt auch den ersten Eckball für die Altacher. Kurz abgespielt auf Nutz. Im Strafraum lauern einige auf den weiten Ball. Allerdings fällt der zu ungenau aus. Und damit hat Richard Strebinger überhaupt keine Probleme. Allerdings dürfte das als erster Schuss der Altacher aufs Tor gewertet werden. Bislang haben sie in knapp 25 Minuten sonst noch nichts zusammengebracht. Mungue im Duell mit Schaub, da war er giftig. Und Joel Don, tolles Anspiel. Aber Stefan Auer dann eben etwas zu spät gestartet, beziehungsweise der Ball etwas zu weit vorne.
wir noch einmal drauf. Joel dann schön verzögert. Die butterweiche Flanke auf Thomas Murg war es, nicht Stefan Auer. Und Stefan Nutz, den hat es erwischt. Hat gleich angezeigt, ist kurz gelegen, hat gleich angezeigt, dass er hier behandelt werden will. Und das nützen die Akteure auf dem Rasen jetzt für eine kleine Trinkpause. Aktueller Spielstand 2:0. Wir schauen noch einmal auf die beiden Tore. Schobesberger mit der schönen Soloaktion und Schwelton hält den Kopf hin. Und dann das 2:0. Schwelton nach schönem Pass im Ballbesitz bekommt dann, hat dann auch ein wenig Ballglück, aber am Ende zählt es nur, dass er drin ist. Im Dezember hat er zuletzt getroffen gegen den SKN St. Pölten. Und auch damals gab es für Schwelton einen Doppelschlag. Also wenn er trifft, dann am liebsten gleich mehrfach. Ein guter Ballgewinn jetzt von Salomon. Jetzt vielleicht einmal die Altacher mit einer Idee. Wieder über Meilinger. In der Mitte lauert Krippic, lauert Salomon, der wird angespielt. Zu ungefährlich. Christian Gebauer probiert es mit dem weiten Ball. Aber etwas zu ungenau. Also für Stefan Nutz ist diese Partie zu Ende. Der kann nicht mehr weitermachen, wurde soeben ausgetauscht. Für ihn im Spiel Louis Mahop, sein 18. Spiel in dieser Saison. Bislang ist er noch ohne Treffer geblieben. Schaut nicht sehr glücklich aus, das ist auch kein Wunder. Den Knöchel hat es erwischt. Es ist ihm zu wünschen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Ngue auf Chekua. Zwischenbrucker. Römer Hobbs. Erste Ballaktion gleich missglückt. Gleich einmal mit dem ersten Ballverlust. Adrian Krippic da mit der Aufforderung an seine Mitspieler, ihn doch mit dem flachen Pass zu suchen. Denn einmal mehr war bei der Rapid-Defensive nach einem hohen Ball der Altacher Endstation. Mit Tempo. Oh, Philipp Netzer dazwischen, auch er ja am Knöchel verletzt. Vor der vergangenen Partie gegen den SKN St. Pölten, da ist es beim Aufwärmen passiert, konnte deshalb nicht mitmachen, aber heute der Kapitän der Altacher wieder dabei. Sehr faire Begegnung ist das bislang. Insgesamt gab es gerade einmal 9 Fouls. Beiden Seiten 3 der Rapidler, beziehungsweise jetzt 4 und 6 der Alte. Das war jetzt also das 10. Foul. Christopher Jäger hatte noch kein einziges Mal die Notwendigkeit gesehen, hier eine gelbe Karte zu zücken. Variante Salomon hat angetäuscht, ausgeführt dann von Meilinger, aber da kommt niemand mehr dran. Auch kein Rapidler und deshalb gibt es Abstoß für Richard Strebinger. Galvao jetzt etwas missglückt.
dieser Kopfball, aber Max Hofmann kann dann das Gröbste verhindern. Und jetzt die Rapidler wieder in der Vorwärtsbewegung über Murg, über Schweltern, der sich hier zunächst gut durchsetzt. Aber Christopher Jäger, der Schiedsrichter, unterbricht dann die Partie. Wir schauen noch einmal drauf. Ja, Emanuel Schreiner lässt hier den Körper stehen gegen Thomas Murg. Korrekte Entscheidung. Und wieder Rapid über die Flügel, über Schaub und dann Manuel Thurnwald. Aber für wen dieses Anspiel gedacht war, das weiß der junge Mann vermutlich nur selbst. Stunde hat sich hier nichts verändert am Spielgeschehen. Rapid weiterhin überlegen. Rapid mit der besseren Zweikampfquote, immer noch 60%. Rapid mit den genaueren Anspielen für die eigenen Mitspieler und Rapid mit deutlich mehr Ballbesitz, 65%. Deshalb steht es ja auch völlig zurecht, 2:0. Und jetzt gibt es die erste gelbe Karte dieser Partie. Sie geht an Louis Schaub für dieses Foul hier, an Louis Mahop. Also Louis foult Louis und das ist eine völlig korrekte Entscheidung, denn Schaub kommt hier eindeutig zu spät. Klar war da der Ball dabei, aber gelb hier durchaus zu geben. Andreas Luxe hat ebenfalls gelb gesehen bei dieser Aktion. Natürlich nicht für ein Foul, das hätten wir Ihnen schon bildlich aufbereitet, sondern für Kritik am Schiedsrichter. Und wieder Rapid über links, ganz auffällig. Die meisten Angriffe gehen eben über Philipp Schobesberger, der heute eine wirklich hervorragende Partie spielt. Auch wenn er hier hängen bleibt, Manuel Thurnwald wohl mit der falschen Bereifung unterwegs, rutscht hier weg und der Ball dann im Aus. Ja, Klaus Schmidt, was geht durch seinen Kopf in dieser Situation? Er war schon mit einem Bein bei Alltag aus der Tür draußen. Und nach dieser Leistung in dieser ersten halben Stunde bei den Hütteldorfern ist natürlich die Frage, ob die Verantwortlichen den Glauben an ihn und an seine Arbeit in Alltag wiedergefunden haben. Und dabei hat die Saison so gut begonnen für die Alltacher unter Klaus Schmidt. Er hat da seine positive Art, seinen positiven Spirit immer wieder einbringen können, hat eigentlich ganz gut ins Ländle gepasst. Beinahe hätte er mit den Alltagern ja die Gruppenphase der Europa League erreicht. Da ist man dann an Maccabi Tel Aviv knapp gescheitert. Hartes Einsteigen jetzt von Dejan Ljubicic. Das hat auch sofort die gelbe Karte zur Folge und auch das eine ganz klare Sache. Also um diese Geschichte abzuschließen, war man dann an Maccabi Tel Aviv gescheitert, doch dann begannen die Wochen der Wahrheit, dann begann die Bundesliga und da mussten die positiven Ergebnisse eben sehr lange auf sich warten lassen. Da hat man heuer eigentlich nicht das gehalten, was man sich von dieser Mannschaft versprechen konnte, die ja in den vergangenen Saisonen immer wieder in der Bundesliga auch für Furore gesorgt hat. Wieder Ballgewinn von Rapid, wieder eine Überzahl hier
wenn Schwab jetzt den Pass nach links anbringt. Das tut er auch, Manuel Thurnwald. Schobesberger im Zusammenspiel mit Schaub zum letzten Mal vorerst. Schaub ja schon auf dem Weg in Richtung Köln, zumindest geistig. Das ja sein letztes Heimspiel für die Grünen. Für die es heute eine gute Nachricht nach der anderen hagelt. Denn hier führt man 2:0. Und im Parallelspiel um Platz 3, wenn man so will, führen die Wolfsberger gegen den LASK mit 1:0, 27. Minute. Frieser hat es erzielt und somit ist Rapid aktuell 4 Punkte vor dem LASK. Und blieben beide Ergebnisse so bis zum Ende. Gefährliche Aktion jetzt. Dann wäre den Rapidlern der dritte Platz nicht zu nehmen. SK Rapid lässt überhaupt nicht nach. Wieder guter Pass. Diesmal auf Stefan Schwab. Der kann ihn sich gerade nicht mehr herrichten. Etwas zu weit dann für den Kapitän der Grün-Weißen. Wir schauen noch einmal drauf. Das war die Aktion zuvor. Louis Schaub mit dem guten Antritt und dem Querpass, den Stefan Auer dann erst bekommt, als die Situation schon zu Ende ist. Netzer, hoher Ball. Wieder haben sie es versucht, Adrian Grbic in Szene zu setzen. Wieder ist es misslungen. Ein ums andere Mal beißen sich die Vorarlberger da an der wirklich stabilen Defensive der Grün-Weißen fest. Nicht nur heute wird Fußball gespielt, auch morgen haben wir noch einiges für Sie im Programm. Die 35. Runde der SkyGo 1. Liga, auch da gibt es eine Fünferkonferenz. Zu einer ungewohnten Uhrzeit schon ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria HD zu sehen. Austria Lustenau gegen Liefering, das wichtigste Spiel des Abends oder des Nachmittages allerdings. Wappens gegen SV Ried und auch das steirische Duell Kapfenberg gegen Hartberg. Hier geht es noch gut 5 Minuten. Rapid nach wie vor drückend überlegen. Rapid nach wie vor auf der Suche nach der frühen Entscheidung. Die haben nach dem 2:0 überhaupt nicht nachgelassen. Ganz im Gegenteil, da gab es dann noch die eine oder andere Chance, den einen oder anderen Vorstoß. Vor allem über die Flügel kommen sie heute sehr stark. Da fällt den Altachern sehr wenig ein, wie sie diese Flankenläufe verteidigen. Jetzt einmal Stefan Schwab wieder mit Platz. Thomas Murg auf Schobesberger, aber der Ball geklärt. Netzer auf Meilinger, der hat jetzt einmal den Platz. Vielleicht kann er was draus machen. Auf Mahop, der schaut allerdings nicht nach rechts, wo Michael Cekua viel Raum gehabt hätte. Und somit die Altacher jetzt wieder mit der Notwendigkeit, eine spielerische Lösung zu finden.
Jacour im Duell mit Thunwald. Das geht gleich in die nächste Runde. Und dann denke ich, war da ein Foul dabei von Samuel Ungwe gegen Louis Schaub. Aber der Schiedsrichterassistent hat das nicht so gesehen. Macht aber nichts aus Sicht der Grün-Weißen. Die sind bereits wieder im Ballbesitz. Salomon auf Meilinger. Adrian Grubic konnte sich heute überhaupt noch nicht in Szene setzen. Allerdings ohne passende Anspiele ist das für einen Stürmer auch schwierig. Da gab es einen Foul, Emanuel Schreiner. Auch diese Entscheidung korrekt. Die Nürnberger Delegation hat sich auch hierher begeben. Der FC Nürnberg steigt ja wieder auf. Und zwischen Nürnberg und dem SK Rapid gibt es eine Fanfreundschaft. Und deshalb sind auch ein paar aus Deutschland hier herangereist, um bei diesem letzten Heimspiel dabei zu sein. Und auch um Steffen Hofmann noch einmal in Aktion zu erleben. Jetzt vielleicht einmal die Altacher über Maho. Aber der Pass von Marco Meilinger findet dann keinen eigenen Abnehmer. Doch es gibt noch die Ecke. Nur einziger Lichtblick an diesem Nachmittag bis jetzt für die Altacher. Was die Ecken betrifft, sind sie vorne, nämlich 2:1. Salomon. Und Christian Gebauer mit der Brechstange. Aber der reißt ihm ab. Der Ball dann eher am Cornerfahndl als am Gehäuse von Richard Strebinger. In Strafraumnähe, wieder über die Flügel, ganz auffällig heute. Das ist immer und immer wieder über die Flügel probieren. Das hat bislang ja auch sehr gut funktioniert. Und er zählt! Wie aus dem Nichts Adrian Grubic mit seinem 7. Saisontor. Und plötzlich ist es hier mucksmäuschenstill geworden im Allianzstadion. Das hat hier niemand kommen sehen. Die Altacher bislang mit Schlafwagenfußball. Aber dann geht es einmal schnell. Einmal gibt es eben diese Kontermöglichkeit. Und die gute Flanke auf Adrian Grubic. Wunderbare Ballannahme, mit der Brust gestoppt. Auch die Flanke von Salomon, aller Ehren wert. Und dann ist Lukas Galvao, der bislang eine wirklich bravouröse Partie gespielt hat, auch einen Schritt zu weit hinten, kann Grubic dann nicht mehr daran hindern, diesen Ball anzunehmen. Und somit Adrian Grubic eben mit seinem 7. Saisontor und dem Anschlusstreffer für die Altacher. Aber Philipp Schobesberger mit der nächsten gelungenen Soloaktion.
Da ist beinahe die Antwort des SK Rapid. Thomas Murg verfehlt den linken Pfosten um Zentimeter. Wieder Schobesberger mit einem seiner gefürchteten Dribblings, die heute wieder sehr effizient sind. Schöner Pass dann in den Rückraum. Da lauert Murg. Und den muss er eigentlich machen. Das weiß er auch selbst. Deshalb gibt es hier Kopfschütteln. Und es bleibt beim 2:1 aus Sicht der Gastgeber. Und damit verlängert sich auch eine zweite Serie der Rapidler. Und diesmal keine schmeichelhafte. In 18 Heimspielen haben sie bislang 25 Gegentore bekommen. Aber man ist hier 2:1 vorne. Das ist standesgemäß. Man war hier furios gestartet, hatte eigentlich noch die Möglichkeit, das 3:0 zu machen. Hatte deutlich mehr vom Spiel, war viel präsenter in den Zweikämpfen, war besser drinnen in dieser Partie und dann kommt aus dem Nichts so eine Zuckerflanke von Patrick Salomon und die findet ihren idealen Abnehmer, nämlich Adrian Grbic. Und der verkürzt dann auf 1:2. Da haben wir es noch einmal. Salomon, da wird er auch etwas zu spät angegangen von Stefan Auer. Aber was Adrian Grbic dann mit dieser Möglichkeit macht, oder aus dieser Möglichkeit macht vielmehr, das ist schon aller Ehren wert. Grbic somit an 5 der letzten 7 Altacher Tore direkt beteiligt. Na, da gibt es Applaus vom Trainer, der hat auf ihn gebaut. Und Grbic hat ihm das mit tollen Leistungen in dieser Saison belohnt. Wir blicken kurz auf die Zahlen dieser ersten Spielhälfte. Und da spiegelt sich das wieder, was wir auch auf dem Feld gesehen haben. Rapid eigentlich in allen Belangen deutlich überlegen. 8 Schüsse, 4 davon auf das Tor. Das sind mehr Schüsse aufs Tor, als die Altacher insgesamt zusammengebracht haben. Fast 60% der Zweikämpfe, die gingen an den SK Rapid. Auch beim Ballbesitz 60%. Und auch die Pässe kamen deutlich besser bei den Grünen an, als eben bei den Altachern. Aber statt 3:0 steht es hier eben nur 2:1. Aufgrund der beiden Tore von Schoelton in seinem letzten Heimspiel für den SK Rapid zweimal erfolgreich. Was für ein Ausstand hier. Platz 3, Rapid führt zur Pause gegen Altach, während der LASK gegen Wolfsburg zurückliegt. St. Pölten führt auch gegen die Austria, noch keine Tore in Salzburg und in Graz. Willkommen zur Analyse der ersten Spielhälften mit unseren Sky-Experten Herbert Weber und also Michael Konsel. Ja, Rapid führt, schaut gut aus für die Grünen. Wie souverän ist der Auftritt gegen Altach? Ja, er war lange Zeit souverän. Auch die 2 Tore waren absolut verdient. Rapid war die klar bessere Mannschaft, aber sie haben einmal nicht aufgepasst und das Gegentor bekommen. Und zu allerletzt hat Murg noch eine große Chance vergeben. Schauen wir gleich auf die Höhepunkte. Ja. Schoelton mit einem Doppelpack gleich zu Beginn von Schoelton. Ja, sehr, sehr dynamisch in der Anfangsphase Rapid. Und das war richtig gut gemacht von Schobesberger, der hier 2 Spieler von Altach aussteigen lässt, super flankt und der Schoelinken geht in den Ball hinein, so wie man reingehen muss. Also das war, kann man sagen, nahezu perfekt gemacht von allen. Ja, und dann in Minute 14 der zweite Treffer eingeleitet. Sieht gut aus für Altach, das könnten 5-6 Stück werden. Und das sieht man auch warum, da war Altach in der Defensive überhaupt nicht vorbereitet auf diesen Pass und deswegen kann hier Jolin dann auch durchgehen, ja, über Luxe hinweg noch der Ball und das 2:0 war geschossen, aber von da weg hat Rapid eigentlich nur mehr eine Torchance gehabt, zwar eine sehr große, aber das Spiel der Grün-Weißen ist nicht so gelaufen, wie man das erwartet hätte nach einem 2:0. Also Altach-Kapitän Netzer hat mit seinem Fehlpass dieses 2:0 von Schoelton eingeleitet. Aber knapp vor Ende dieser ersten Spielhälfte sind die Altacher zurückgekommen in diese Partie. Grbic mit dem Anschlusstreffer. Was könnte der für den weiteren Spielverlauf bedeuten? Naja, es war so, dass
die Partie überhaupt immer mehr abgeflacht ist, vom Tempo her. Immer langsamer, man hat hier gesehen, da ist nicht wahnsinns Tempo dahinter, aber sehr schön die Flanke und dann letztendlich super Annahme und kalt verwertet. Ist natürlich für eine Mannschaft, die hinten liegt, 2-0 auswärts, optimal, wenn man noch einmal den Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit macht. Und ja, vielleicht wachen sie auf, bis dorthin war Altach einfach viel zu harmlos. Willkommen zurück im Allianzstadion in Wien-Hütteldorf, wo der SK Rapid gegen den SCA Altach mit 2-1 vorne liegt, weshalb sich Altach-Trainer Klaus Schmidt auch genötigt sieht, eine Auswechslung vorzunehmen. Bernhard Janicek jetzt in der Partie für Michael Cekur. Janicek ja wieder fit, der war vergangene Woche nicht dabei, den hatte es am Knöchel erwischt. Jetzt also Bernhard Janicek mit seinem 10. Saisonspiel. Rapid ganz in grün in der zweiten Spielhälfte von links nach rechts. In der ersten Hälfte ja über weite Phasen, eigentlich über die gesamten 45 Minuten, die klar bessere Mannschaft, bis eben dieser 45. Minute kam mit der guten Idee, der guten Flanke von Salomon und Adrian Krbic dann mit dem 1-2 Anschlusstreffer. Was war das für eine Woche aus grün-weißer Sicht? Da gab es am Mittwoch den Besuch beim Papst im Vatikan. Am Donnerstag dann die Pressekonferenz und den tränenreichen, den emotionalen Abschied von Steffen Hofmann. Außerdem noch den Knöchelbruch von Georgi Kvilitaja. Deshalb heute ja Schwelton in der Startformation aufgeboten. Es ist so viel passiert diese Woche, dass der Wechsel von Louis Schaub fast ein wenig untergegangen ist. Aber auch der ist mittlerweile in trockenen Tüchern. Louis Schaub nächste Saison beim 1. FC Köln. Die Kölner haben die Ausstiegsklausel gezogen. Mehr als 2 Millionen Euro sollen in Richtung Wien fließen. Ja, der Doppeltorschütze jetzt an der Cornerfahne. Und holt den ersten Eckball für Rapid in der zweiten Hälfte heraus. Da haben wir ihn, den Mann, wieso heute alle gekommen sind. Steffen Hofmann ganz links im Bild. Er bekommt heute garantiert noch einen Einsatz. Die Rapidler haben ja noch alle drei Wechselmöglichkeiten. Eine interessante Idee, die Thomas Murg da gehabt hat. Aber Jan Zwischenbrugger hat gut aufgepasst. Ljubicic Rapid wieder über den Flügel. Das war in Hälfte 1 das bevorzugte Mittel. Seitenverlagerung jetzt über Auer. Schwab auf Thurnwald. Louis Schaub, aber die Altacher Defensive in dieser Anfangsphase der zweiten Hälfte solide. Jetzt Ballverlust von Schreiner zum ungünstigsten Zeitpunkt, aber Stefan Schwab findet keinen Abnehmer. Da gibt es einen Nachschuss. Aber etwas zu unplatziert der Schuss von Philipp Schobesberger. Andreas Luxe ohne Probleme. Stefan Schwab, da hat er ein Geschenk bekommen von der Altacher Defensive. Und der Pass schon auf Schobesberger nicht ganz optimal. Der muss ihn sich noch einmal herrichten. Der Schuss dann, wie gesagt, ungefährlich. Aber auch wenn der jetzt nicht gepasst hat, gibt es gute Nachrichten für alle Anhänger der Grünen. Denn im zweiten Spiel, in dem es um Platz 3 geht, liegt der WRC jetzt bereits 2-0 in Führung. Wieder war es Dominik Frieser,
Zweiter Doppelpack in Serie, wie bereits gegen die Austria. Es läuft also für Goran Djuricin. Für Klaus Schmidt schon eher weniger. Rapid über Murg, das Tackle von Emanuel Schreiner. Etwas spät, aber dann bekommt er noch die Schuhspitze dran und da war Murg noch am Ball, deshalb jetzt Einwurf für Alltag. Gebauer jetzt einmal wieder in gewohnterer Position etwas weiter vorne. Die wird er auch beibehalten, denn Bernhard Janicek jetzt auf der Rechtsverteidigerposition aufgeboten. Ich denke, das wird dem Spiel der Altacher, vor allem dem Defensivverhalten der Altacher, gut tun, dass Christian Gebauer etwas weiter vorne spielt. Da gab es jetzt ein Foulspiel an Schwelton. Da wird er gleich von drei Altachern in die Zange genommen. Und obwohl das eine ganz klare Angelegenheit war, hat Philipp Netzer da noch etwas Gesprächsbedarf mit Christopher Jäger. Das nützt aber nichts, den Freistoß, den wird es geben. Und da gibt es ein paar sehr feine linke Füße bei den Rapidlern. Thomas Murg, ein Kandidat für diesen ruhenden Ball. Philipp Schobesberger, falls es Rapid mit einer Flanke probieren will. Das ist Murg, der antritt. Aber Louis Mahop kann klären. Der Schaub entlang der Linie, der war noch nicht draußen. Muss sich Netzer dazwischen stellen. Und somit gibt es wieder Ecke für Rapid. Insgesamt jetzt die dritte. Etwas zu weit, dieser Eckball von Schobesberger. Da wird es gefährlich. Louis Schaub hier mit dem Kopf noch dran an dieser Flanke. Eigentlich guter Kopfball. Aber dann bekommt er hier etwas zu wenig Druck dahinter. Da rutscht er ihm noch etwas über die Stirn und streicht dann am rechten Pfosten vorbei. Gibt es trotzdem Applaus von Goran Djuricin. Ich denke, der ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft hier bislang sehr zufrieden. Sieht man einmal von dieser einen Aktion ab in der 45. Minute, als die Rapidler ein kurzes Nickerchen gemacht haben, das den Altachern dann den Ausgleich ermöglicht hat. Schaub, Schwab, schön angenommen, wird dann von Philipp Netzer zu Fall gebracht. Ganz klares Foul. Und der nächste Freistoß in aussichtsreicher Position für Rapid. Ja, da trifft er ihn am rechten Fuß. Hier mit 2:1 voran sind, skandiert die Kurve, wir wollen euch kämpfen sehen. Also der Block West stets kritisch und auch in dieser Situation warten sie dann noch
etwas Luft nach oben. Schwab mit dem Freistoß an die Stange. Ans Lattenkreuz ist er, denke ich, gegangen. Was für ein Hammer von Stefan Schwab. Aus gut 30 Metern, da klatscht er ans Lattenkreuz. Und Andreas Luxe mit viel Glück. Ein paar Zentimeter trennen Rapid hier vom 3:1. Androvic sucht Mahop, findet aber nur einen Gegenspieler. Das ist wirklich stark, was Stefan Schwab da anbietet im Mittelfeld. Als Anspielstation, als Ballverteiler, als Vorbereiter und dann eben auch bei ruhenden Bällen immer wieder gefährlich. Guter Pass jetzt von Auer auf Murg. Da ist Netzer gerade noch rechtzeitig dazwischen gegangen. Sehr schwungvoller Beginn jetzt in der zweiten Spielhälfte. Das kann ruhig so weitergehen. Christian Gebauer hat das versucht, sich alleine durchzutanken. Gegen vierer Biedler. Oh, jetzt vielleicht Grubic. Flanke auf Salomon. Den Ball dann nicht genau genug platzieren. Es wird laut hier im Stadion, weil er hier gerade mit dem Aufwärmen beginnt. Steffen Hofmann bereitet sich auf seinen letzten Einsatz in einem Pflichtspiel zu Hause für den SK Rapid vor. Und das ist der Moment, auf den hier alle warten, wenn der vierte Offizielle die Tafel mit der Nummer 11 in die Höhe hält. Jubicic, Joelton, der Doppeltorschütze, Schaub, wieder belagern sie den Strafraum, Schwab und erneut ist es Stefan Schwab, der Andreas Luxe in allerhöchste Not bringt. Zuerst der Freistoß ans Lattenkreuz. Dann der satte Schuss von 20 Metern, der allerdings etwas zu unplatziert ausfällt, etwas zu mittig. Und somit Andreas Luxe mit der Parade. Ecke, Murg, Luxe ist da, gut rausgekommen. Kann die Situation vorerst entschärfen, aber Rapid bleibt im Ballbesitz. Schobesberger. Sie lassen nicht nach hier. Sie wollen diesen Sieg hier nicht nach Hause spielen. Nein, sie wollen ihn erzwingen. Und Rapid bleibt hier ganz fest auf dem Gaspedal. Vielleicht einmal die Möglichkeit für die Altacher. Aber Patrick Salomon, der einiges schuldig geblieben ist heute, sieht man einmal von seiner Zuckerflanke ab, die zum 1:2 geführt hat, mit dem Ballverlust. Und schon geht es wieder in die andere Richtung. Gute Idee jetzt, Schultern anzuspielen. Der zieht ab, da wirft sich ein Altacher noch dazwischen und es gibt die nächste Ecke für Grün-Weiß. Bereits die vierte Ecke für Rapid in der zweiten Spielhälfte. Also auch daran kann man erkennen, wie viel Druck die Wiener hier aufbauen. Wieder ist es Murg. Schwab steigt am höchsten und er macht's. Das ist das 3:1 für Rapid und ich denke, das ist die Entscheidung hier. Stefan Schwab mit seinem 12. Saisontor
in seinem 30. Spiel. Und schauen Sie mal, an wen die Glückwünsche gehen. Das ist doch eine wunderschöne Geste. Georgi Kvilitaja. Thomas Murg, gute Flanke. Dann steigt Stefan Schwab hier einfach am höchsten. Da ist niemand bei ihm. Und der Kopfball dann wuchtig, der Kopfball platziert. Und keine Chance hier für Andreas Luxe. Zwölf Saisontore jetzt also für Stefan Schwab. Dazu noch sechs Vorlagen. Der Kapitän der Rapidler ist zugleich ihr Topscorer. Und diese zwölf Saisontore für Stefan Schwab, die bedeuten auch seinen persönlichen Spitzenwert in der Tipico-Bundesliga. Ljubicic, nächster gefährlicher Angriff. Die Altacher können sich überhaupt nicht befreien, finden einfach kein Gegenmittel gegen diese aggressive, gegen diese druckvolle Wiener Mannschaft, die die Vorarlberger schon am Spielaufbau stört, die sich die Bälle früh zurückholt und die dann einfach auch ballsicherer agiert. Immer wieder gefährlich vors Tor kommen kann. Ah, tolles Tackle hier von Manuel Thurnwald. Gut gemacht, da beißt sich Salomon die Zähne aus. Und der Ball wird jetzt ins Out gespielt, weil Joelton liegt auf Höhe des Mittelkreises. Er hält sich den Knöchel. In der ersten Spielhälfte musste ja bereits Stefan Nutz mit einer Knöchelverletzung frühzeitig vom Platz führen. Ist Luima Hopp gekommen. Also das wäre jetzt richtig bitter für Schwelton. Er hat hier so einen wunderbaren Ausstand gefeiert mit seinen beiden Treffern zum 1:0 und zum 2:0. Hat er sich hier gebührend vom Wiener Publikum verabschiedet. Hat viel Einsatz gezeigt, hatte viele Ballaktionen. War ja überhaupt erst durch den Ausfall von Kvilitaja in die Startformation gerückt. Und jetzt muss man erst mal schauen, ob er hier weitermachen kann. Aber Rapid hier nach wie vor überlegen. 65% Ballbesitz, 60% gewonnene Zweikämpfe, das spricht schon eine sehr klare Sprache. Dazu 15 Schüsse, 7 davon aufs Tor. Und die Fans, die haben jetzt genug Tore gesehen, die würden jetzt gerne etwas anderes sehen, nämlich die Einwechslung von Steffen Hofmann. Wer weiß, vielleicht wechselt ihn Goran Djuricin ja exakt zur Rapid-Viertelstunde ein. Alles noch durchaus im Bereich des Möglichen. Wieder Platz für Rapid. Schaub, etwas zu weit. Der Pass. Stefan Schwab hier ohne Chance, diesen noch zu erreichen. Aber der Gegenangriff der Altacher bereits wieder versandet. Und jetzt geht's ganz schnell. Da ist Philipp Schobesberger. Wunderbarer Antritt. Schobesberger! Zu eigensinnig, da muss er eigentlich Joelton anspielen. Der hatte die bessere Position. Aber Schobesberger versucht es alleine. Das war in diesem Fall nur die zweitbeste Idee. Wir schauen noch einmal drauf. Schobesberger, wirklich guter Antritt, mit dem er hier überhaupt erst sich in Szene setzen kann. Und dann ist die Abwehr von Andreas Luxe auch wirklich klasse. Bekommt gerade noch den linken Fuß rausgestreckt und kann somit das vierte Gegentor an diesem Tag verhindern.
lachen. Auf der Betreuerbank bzw. auf der Ersatzbank bei Rapid, Tobias Knoflach reicht dem Altmeister zwar nicht das Wasser, aber das Tape. Ich denke, in wenigen Minuten werden wir hier die Einwechslung von Steffen Hofmann erleben. Salomon, wieder Adrian Krebitsch, muss weit zurückgehen, um diesen Ball noch bei den Altachern zu halten. Und dann kann Janecek im Zusammenspiel mit Salomon das hier nicht machen. Und jetzt ist er da, der Moment, auf den hier alle gewartet haben. Steffen Hofmann bekommt sein 540. Pflichtspiel für den SK Rapid. Damit ist er natürlich Rekordrapidler. Es ist sein 434. Bundesligaspiel für die Grünen. Für ihn geht Philipp Schobesberger jetzt aus der Partie. Da geht auch ein Philipp Schobesberger mit einem Lächeln. Und was er da hat, das sehen Sie genau, nämlich die Kapitänsbinde, die muss jetzt natürlich an ihn gehen. Und jetzt steht das Stadion hier Kopf. Ein spielerisches Feuerwerk haben uns heute die Grünen geboten. Jetzt gibt es auch noch eines auf der Tribüne. Weil Hofmann, weil die lebende Legende von Rapid jetzt auf dem Platz ist. 216 Siege hat er gefeiert in der Bundesliga. 2 Meistertitel hat er errungen. Und jetzt ist er eben wieder da. Zum letzten Mal an dieser Wirkungsstätte. Er bekommt natürlich noch ein Abschiedsspiel am 22. Juli. Steffen and Friends, so der Arbeitstitel des Ganzen. Aber das hier eben das letzte Pflichtspiel vor heimischer Kulisse für Hofmann. Und ganz interessante Geschichte noch, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist kein Scherz. Im Fanshop des SK Rapid, da sind bei der Trikotbeflockung die Einser ausgegangen. Warum? Ganz einfach, weil Steffen Hofmann die Nummer 11 trägt und dass das gefragteste Trikot ist. Aber die Altacher jetzt einmal mit Druck über Janecek. Doch die grüne Defensive, die kann klären. Schwab. Murk, Hofmann, da wird es jedes Mal laut, wenn er den Ball hat. Murk und gerade noch Netzer dazwischen. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, wer jetzt zugleich die Ecke ausführen wird. Wer, wenn nicht er? Hofmann, Schwab, da war er schon wieder knapp dran, aber der Ball noch nicht geklärt. Schwab, kurz abgespielt, auf Galvao! Philipp Netzer dazwischen, das gibt bereits die nächste Ecke. Jetzt wollen sie es noch einmal richtig wissen hier. Den kurzen Pfosten, aber etwas zu kurz ausgefallen, dieser Eckball. Aber es bleibt dabei. Auch bei verunglückten Offensivaktionen der Rapidler schaffen es die Altacher einfach nicht, in Ballbesitz zu kommen, bzw. diesen zu halten. Joelton, gut gemacht, Joelton!
Da wird er zu Fall gebracht von Janicek. Wir schauen noch einmal drauf. Der weite Ball. Schelton mit der guten Ballannahme. Und da helfen sich beide mit den Händen. Sehr strittige Situation. Aber Christopher Jäger lässt die Pfeife stecken. Hofmann auf den zweiten Pfosten, da war Schwelton. Aber Christopher Jäger entscheidet auf Stürmerfoul, da hat sich Schwelton aufgestützt, denke ich. Und deshalb jetzt seit langem wieder einmal eine Atempause für die Altacher. Samuel Ungue ist nicht mehr dabei. Dafür Hannes Aigner, der Superjoker der Altacher. Sein 32. Einsatz in dieser Saison, 8 Tore hat er erzielt. Und die Vorarlberger Fans haben da noch die Fahne ihres Bundeslandes hochgehalten. Damit hat Klaus Schmidt jetzt alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft. Louis Mahop war ja schon in der ersten Hälfte gekommen. Steffen Hofmann, den Kapitän da so zu schicken, in seinem 37. Lebensjahr, das kostet für gewöhnlich nach dem Spiel dann eine Runde. Zwischenstand aus dem Parallelspiel erreicht uns auch. Der LASK verkürzt auf 1:2. Also die Linzer wieder dran. Da war Hannes Aigner gleich einmal in gefährlicher Position, aber dann können weder er noch Gribic diesen Ball kontrollieren. Sucht hier Bernhard Janicek auf der rechten Seite, aber der Ball landet bei Manuel Thurnwald, der jetzt Fahrt aufnimmt. Und wieder Rapid mit viel Platz. Rapid mit der guten Gelegenheit. Salomon mit der Vorlage. Steffen Hofmann, das gibt's ja nicht! Die Geschichte ist perfekt. Hier findet zusammen, was zusammengehört. Steffen Hofmann mit seinem 540. Pflichtspiel für Grün-Weiß mit seinem 128. Tor. Und jetzt stirbt hier der Bär. Ausgangspunkt wieder dieser Angriff über links. Dann der verunglückte Abschlag im Hockerl von Patrick Salomon. Da kommt Hofmann zum Abschluss, braucht dann einen zweiten Versuch, und wie er das dann macht, das ist schon aller Ehren wert. Die feine Klinge ausgepackt, den bereits am Boden liegenden Luxe überlupft. Und das ist dann tatsächlich das 128. Tor für Steffen Hofmann, sein erstes übrigens in dieser Saison, und damit hat er in allen 16 Spielzeiten für Grün-Weiß zumindest ein Tor erzielt. Er hat alles erlebt in diesem Verein, er hat alles gesehen, aber ich denke, dieses Tor, das ist ihm persönlich enorm wichtig gewesen, einfach auch um diese Spielzeit nicht trefferlos zu beenden. Versucht jetzt über Gebauer Hannes Aigner. Aber die Situation abgepfiffen. Da ist Grubitsch getroffen worden.
deshalb gibt es jetzt Freistoß aus sehr guter Position für den SCR Altach. Und die Möglichkeit hier womöglich zu verkürzen. Versucht hat das, aber der Versuch, dieser Freistoß dann deutlich über dem Kasten. Bei Rapid gibt es den nächsten Wechsel. Veton Berischer kommt in die Partie. Vielleicht auch, damit sich er hier gebührend verabschieden kann und sich seinen Abschiedsapplaus holen kann. Schwelton mit seinen beiden Toren zum 1:0 und 2:0. Vor allem in der ersten Hälfte sicher der wichtigste Faktor im Spiel der Grünen. Beendet also sein letztes Heimspiel für den SK Rapid. Sehr positiv jetzt Veton Berischer in der Partie. Berischer ja der Torschütze vergangene Runde gegen Red Bull Salzburg bei der 1:4 Niederlage. Mit Zug zum Tor und wieder über links. Ganz auffällig heute, dass diese rechte Altacher Abwehrseite sehr fehleranfällig ist und die Wiener haben nicht lange gebraucht, um dies auch als Schwachstelle auszumachen. In diesem Fall passiert nichts Gröberes. Stefan Auer verlässt das Spielgeschehen ebenfalls, damit jetzt auch Goran Djuricin alle Optionen gezogen. Für ihn kommt Mario Pavelic. Auch der darf sich noch einmal einen kräftigen Applaus abholen. Der Vertrag von Pavelic läuft ja aus. Auch er wurde heute hier vor Matchbeginn offiziell verabschiedet. Ihn soll es vermutlich nach Rijeka ziehen. Aber das Spielgeschehen jetzt eigentlich Nebensache für die meisten Spieler hier. Für die meisten Fans hier im Stadion. Da sind auf den Rängen viele Tränen geflossen, als Steffen Hofmann dieses Tor erzielt hat und damit seine persönliche Geschichte mit einem wirklich schönen, berührenden Kapitel beenden konnte. Aber noch geht es hier gut 15 Minuten und Rapid immer noch auf dem Gaspedal. Veton Berischer. Gefährlicher Angriff wieder. Toller Pass von Hofmann, findet Berischer und der Abschluss dann nicht platziert genug, auch nicht scharf genug für Andreas Luxe. Es bleibt beim 4:1. Wieder Ballverlust der Altacher in der Vorwärtsbewegung und somit wieder Platz für den SK Rapid. Schönes Tänzchen von Thomas Murk. Allerdings wird er dann beim Abspiel behindert. Das letzte Mal, als Steffen Hofmann ein Tor erzielt hat für Rapid in einem Pflichtspiel, das war am 15. April 2017, das habe ich Ihnen eingangs schon verraten. Damals beim Debüt von Goran Djuricin hat er beide Tore gemacht. Gegen wen? Gegen Altach. Jetzt vielleicht das 5:1. Nein,
Schaub scheitert an Andreas Luxe. Hofmann im Duell mit Schreiner. Der Ball jetzt erstmal weg. Aber in dieser Phase die Altacher ein Dilemma zur Schlachtbank. Da muss sich der eine oder andere durchaus hinterfragen. Bis auf dieses kurze Aufflackern in der 45. Minute, als Adrian Grbic den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt hat, war da gar nichts los bei den Altachern, die einfach mit dieser Intensität des SK Rapid überhaupt nicht zur Rande gekommen sind, aber sich dann so vorführen lassen. Das ist dann wohl auch etwas übertrieben. Tiefer Pass auf Schwab. Wunderbar freigespielt. Veton Berisha. Hofmann! Na, das wäre es gewesen. Der Pass von Berisha eigentlich nicht optimal. Aber dann kommt der Ball über Umwege zu Steffen Hofmann, der den dann über die Latte setzt. Den hier allerdings hat er wunderbar gemacht. Hat natürlich auch Ballglück, dass ihm der Ball dann noch einmal vor die Füße springt. Aber schauen Sie sich diese Erleichterung an. Schauen Sie sich diese Emotion an. Da gibt es den Kuss für das Trikot, das er so viele Jahre getragen hat. Schaub. Berisha. Oh, der war schon besser geschossen als sein letzter Versuch. Aber die Distanz dann groß. Andreas Luxe kann sich das anschauen, taucht dann gut ab und pariert zur nächsten Ecke für Grün-Weiß. Zehnte Ecke bereits für Rapid. Und da drückt sich die Überlegenheit deutlich aus. Hofmann auf den kurzen Pfosten. Aber da war Meilinger dazwischen. Ein guter Einwurf von Pavelic auf Schaub. Wurde hier sträflich vernachlässigt von seinen Gegenspielern. In der Vorwärtsbewegung, ungenaues Abspiel von Hannes Aigner. Dann haben sie Glück. Jetzt wäre mal Platz über rechts, aber Louis Mahop lässt sich hier etwas zu viel Zeit. Somit die Defensive der Wiener wieder gesetzt. Pavelic gegen Grbic. Das macht er sehr geschickt. Deshalb gibt es hier auch Abstoß und keinen Eckball. Ballverlust jetzt von Thurnwald an Christian Gebauer, aber dessen Abspiel dann etwas zu ungenau. Und da ist er wieder, der Altmeister, mit allem Platz, den er braucht. Auf Thomas Murg, der ist jetzt auf die linke Seite ausgewichen, seit der Hereinnahme von Hofmann. Pavelic, die Flanke missglückt, aber es scheint, als hätte sich Marco Meilinger da wehgetan.
völlig ohne Fremdeinwirkung, hat den Ball drauf bekommen auf den Fuß, aber ob das hier wirklich die Verletzung zur Folge hatte, bin ich nicht sicher. Ja, da ist der Ball auf den rechten Fuß von Meilinger gegangen, der daraufhin überknöchelt ist. Schmerzhafte Angelegenheit, humpelt auch noch ein wenig Meilinger. Aber kann vermutlich weitermachen, wird er auch müssen, denn Klaus Schmidt hat ja keine Wechseloptionen mehr. Hofmann auf Ljubicic. Schaub, Pavelic. Max Hofmann, Louis Schaub, da wäre Platz über rechts. Anton Berischer muss den Ball wieder zurückspielen. Ja, Marco Meilinger, ich denke, er kann hier nicht weitermachen. Bei der Aktion von vorher hat er sich verletzt. Der rechte Knöchel, der bereitet ihm Probleme. Also gut möglich, dass die Altacher jetzt dieses Spiel zu zehnt beenden müssen. Nur Fair Play von Hannes Aigner. Spielt den Ball zurück. Rapid darf wieder aufbauen. Guter Ball von Stefan Schwab auf Lischaub. Zu rechts einmal die Grünen, Pavelic. Kämpft sich diesen Ball noch zurück, der schon verloren schien. Erischer Flanke. Da hat Manuel Thurnwald gelauert. Und nach dem Schuss von Thomas Murk gibt es den nächsten Eckball. Drei Minuten geht hier noch, plus Nachspielzeit. Marco Meilinger wieder mit in der Partie. Eckball, Hofmann. Thurnwald dann etwas im Bedrängnis, weil der schnelle Gebauer gesprintet kommt. Aber Strebinger dann mit der Rettungstat. Es ist kein gemütliches Auslaufen hier. Trotz des Spielstandes von 4:1. Rapid weiterhin druckvoll. Mehr ganz so rasant wie zu Beginn dieser Spielhälfte, aber immer noch mit den besseren Möglichkeiten, immer noch mit Ideen und immer noch mit dem Willen, hier vielleicht sogar noch eins draufzupacken. Und die Altacher, denke ich, die sind in ein paar Minuten sehr froh, wenn dann der Schlusspfiff ertönt. Wieder wunderbarer Weiterball auf Schaub, findet Hofmann, Lupfer auf Schaub! Tolle Rettungstat hier von Andreas Luxe. Aber die Situation noch nicht vorbei. Pavelic und Janicek köpfelt den Ball ins Außen. Nächster Eckball für Rapid. Ja, wirklich. Die feine Klinge, die Steffen Hofmann da zum Abschluss in Wien-Hütteldorf noch einmal auspackt. Schaub bleibt sein Abschlusstor für die Grünen allerdings verwehrt. Guter Schuss hier von Mario Pavelic, der jetzt knapp dran an einem gelungenen Ausstand. Direkt Abnahme und dann wäre Andreas Luxe, denke ich, zur Stelle gewesen. Jo,
entschieden. Ich denke, das war ihm persönlich auch sehr wichtig, dass er diese Saison hier vor eigenem Publikum ordentlich beendet. Wir schauen auf die Altacher über Adrian Grbic. In der Mitte lauert Salomon. Grbic versucht den Übersteiger. Die Aktion dann etwas zu durchsichtig. 4 Minuten gibt es obendrauf. 4 Minuten also noch Gelegenheit für die 20.000 hier, ihren Fußballgott zu feiern, bevor dann die Götterdämmerung über Hütteldorf eintritt. Rapid wechselt jetzt auch zum letzten Mal. Verschafft Louis Schaub seinen verdienten Applaus. 160 Spiele hat er gemacht für Rapid, 25 Tore hat er erzielt. Eine sehr nette Geste von Goran Djuricin, insbesondere wenn man bedenkt, dass für Louis Schaub jetzt überhaupt niemand mehr das Spielfeld betreten kann, denn auch er hatte ja bereits zuvor alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft. Sehr emotional jetzt auch der 23-jährige Louis Schaub, kommende Saison beim 1. FC Köln engagiert. Die haben die Ausstiegsklausel gezogen, 2 Millionen Euro, etwas mehr als 2 Millionen werden Richtung Wien-Hütteldorf fließen. Er hat alle Jugendstationen durchgemacht bei Rapid, Louis Schaub. Er ist ein waschechter Rapidler. Aber auch für ihn heißt es jetzt time to say goodbye. Und jetzt gibt es die nächste Auswechslung. Zum letzten Mal bei einem Bundesliga-Heimspiel verlässt Steffen Hofmann das Feld. Und wie es ihm geht, das können Sie an seiner Miene ganz deutlich ablesen. Auch das natürlich ein symbolischer Wechsel. Die Rapidler werden dieses Spiel zu 9 beenden. Es ist bei diesem Spielstand auch kein Problem. Zumindest aus sportlicher Sicht. Aber der SK Rapid, der zelebriert eben die Verabschiedung seiner Helden. Und in diesem Jahrtausend gab es keinen größeren als ihn hier, als Steffen Hofmann. ...217 Bundesliga-Siege hat er gefeiert, rechnet man den heutigen mit. Und Grund zum Feiern gibt es heute nicht nur aufgrund der vielen Verabschiedungen, aufgrund der vielen Emotionen, aufgrund der Bedeutung dieses Abschiedsspiels. Nein, Grund zum Feiern gibt es für die Grünen auch, weil Wolfsberg mit 3:1 vorne liegt gegen den LASK. Somit ist der dritte Platz am Ende dieser Saison fix. 1 Minute sollte es hier noch gehen. Bin gespannt, ob Schiedsrichter Jäger hier noch etwas draufpackt. Salomon hatte ja noch eine Gelegenheit zu verkürzen. Das war der erste Schuss aufs Tor in der zweiten Hälfte der Altacher. Also auch daran können Sie erkennen, wie überlegen die Grün-Weißen heute waren. Aber jetzt fangen sie zum Spielen an, die Altacher. Doch etwas zu spät. Schwab schlägt den Ball hier noch einmal weg. Klar, der will, dass die Uhr hier herunterläuft. Der braucht hier keinen großen Stress mehr in der Defensive. Aber es gibt noch einen Angriff. Hannes Aigner, der war zuerst fuchsteufelswild über den Zinnober, den der SK Rapid hier veranstaltet hat. Hat auf den Schiedsrichter eingewirkt, dass der hier
Haas noch etwas draufpacken kann auf diese Nachspielzeit. Bei 3 Toren Rückstand wird sich hier am Ergebnis nicht mehr viel ändern. Schleiner über Aigner. Max Hofmann dazwischen. Pavelic. Ballverlust. Die Partie jetzt etwas zerfahren, aber das ist auch kein Wunder. Fans, die fordern hier schon den Schlusspfiff. Sie hören es vielleicht im Hintergrund. Aber Christopher Jäger hat das schon registriert, wie viel Zeit da abgelaufen ist. Aber da ist er. Und somit endet dieses Spiel 4:1. Rapid gewinnt das letzte Heimspiel der Saison. Feiert einen würdigen Ausstand. Und die schönste aller Geschichten, die ereignete sich in der 74. Minute, als er hier, Steffen Hofmann, sein 128. Tor für Rapid erzielen konnte und die Bude hier plötzlich Kopf stand. Ja, da gibt es Umarmungen. Sehr viele Freunde, sehr viele Weggefährten, Mitspieler sind hierher gekommen, um seinem Abschied beizuwohnen. Josef Hickersberger, Jimmy Hoffer, um nur einige zu nennen. Er kennt hier jede Ecke. Er kennt hier jedes Gesicht. Und wie nahe ihm dieser Abschied geht, das können Sie hier ganz deutlich sehen. Jetzt brandet hier Jubel auf. Jetzt ist soeben das Ergebnis zwischen LASK und WRC durchgesagt worden. Jetzt haben ja alle erkannt, dass Tabellenplatz 3 fix ist. Da gibt es wohl noch eine Grußbotschaft für den Rekordrapidler. Bedankt sich bei den Fans. Wir haben aber bereits die erste Stimme für Sie. Stefan Schwab, wie easy going war denn die Übung heute? Wie easy going war denn diese Übung heute? Ja, wir haben gut angefangen, verdient 2-0 geführt, haben die eine oder andere gute Chance gekriegt. Also gehabt, vergeben, also kriegen vor der Pause einen dummen Anschlusstreffer, der die Partie noch mehr heiß gemacht hat. Aber ich glaube, man hat zweite Halbzeit gesehen, dass wir ja alles geben und das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Und es war dann, glaube ich, relativ klar. Zweite Halbzeit haben wir dann sehr gut im Griff gehabt. Jetzt ist nach der vorletzten Runde der dritte Platz fix. Wie zufriedenstellend ist denn jetzt alles? Ja, zufriedenstellend. So lala, natürlich. Wir haben uns vorgenommen, mit den ersten drei zu sein. Cup-Finale haben wir nicht erreicht. Von dem her ist ein Saisonziel weg. Dritter sind wir wenigstens geworden. Aber natürlich wollen wir mehr. Und ja, die Punkteausbeute ist okay. Wir könnten natürlich den einen oder anderen Punkt mehr holen. Aber jetzt stehen wir bei 61 Punkte und wenn wir jetzt hoffentlich noch einen Sieg einsammeln, sind 64, ist es okay, aber es ist sicher mehr möglich. Wie war es denn für Sie hier zum letzten Mal mit Schaub und vor allem mit Hofmann aufzulaufen, zu kicken? Naja, es tut natürlich weh. Ich ziehe vor beiden Typen den Hut. Menschlich, beide Top-Charaktere, fußballerisch sowieso. Sie haben den Verein so viel Gutes da und ja, sie hinterlassen riesige Fußstapfen. Es tut natürlich heute weh, aber wir werden sie jetzt noch gebührend verabschieden und es ist noch eine Partie zu gehen. Und dann müssen wir uns nächste Saison neu sortieren und ja, die Fußstapfen erfüllen. Wir? Mit Schwab? Ja, natürlich reden wir jetzt von wir. Es ist ganz klar, es sind jetzt viele Gerüchte im Umlauf. Ich glaube, es spricht für uns, wenn einige Spieler ja, Wechselmöglichkeiten haben. Aber jetzt gehen wir mal in Urlaub und dann schauen wir, was passiert. Mille grazie. Ja, wir sind gespannt, ob Stefan Schwab auch in der nächsten Saison Kapitän
des SK Rapid sein wird. Die Grüße gingen an Georgi Kvitaia. Gute Besserung auch von dieser Seite. 3 Monate wird er ausfallen wegen Knöchelbruch. Wir schauen auf die Zahlen dieses Spiels. Und da drückt sich die Überlegenheit von Rapid in allen Belangen aus. 27 Schüsse haben die Rapidler abgegeben, davon 13 aufs Tor. So viel wie überhaupt noch nie in dieser Saison. 58% der Zweikämpfe haben sie gewonnen. Auch im Ballbesitz drückend überlegen. 85% der Pässe haben dann auch den eigenen Mitspieler gefunden. Sieht man einmal von dieser kleinen Aktion ab, von diesem kleinen Nickerchen in der 45. Minute, dann hat Rapid hier wirklich ein nahezu perfektes Spiel abgeliefert. Und das ist die Tabelle der Tipico Bundesliga nach der 35. Runde. Rapid also hat den 3. Platz einzementiert, weil der LASK gegen den WAC verloren hat. 61 Punkte dank des 17. Erfolges am heutigen Tag. Es ist vielleicht nicht das, was sich vor der Saison alle erwartet haben, aber es ist ein wunderbarer, versöhnlicher Abschied. Bleiben Sie uns noch gewogen. Spieltag ist auch die Entscheidung gefallen, wer Dritter wird. Und Rapid hat es geschafft im Fernduell mit dem LASK. Denn während der LASK zu Hause gegen Wolfsburg überraschend verloren hat, hat Rapid Altach ganz klar und deutlich besiegt. Gefeiert wurde allerdings schon vor dem Spiel Erich Auer. Das hatte mit der heutigen Partie eigentlich ziemlich wenig zu tun. Das kann man so nicht sagen. 21.600 Zuschauer in einem kleinen Theater der Träume. Emotionale Szenen vor Spielbeginn. Steffen Hofmann beendet ja seine Spielerkarriere. Sitzt zu Beginn der Partie auf der Bank. Rapid in Grün macht vom Start weg richtig Druck mit Louis Schaub und mit Joelton in der Anfangsformation. Und da ist schon der Brasilianer. Nach 5,5 Minuten. Trifft er erstmals in der Bundesliga gegen Altach, macht seinen ersten Ligatreffer im Kalenderjahr 2018 nach einer perfekten Flanke von Philipp Schobesberger. Philipp Netzer, der wieder fit ist und den gelb gesperrten Zech in der Innenverteidigung der Altacher ersetzt, hat hier keine Möglichkeit. Rapid, der zu Hoffenheim zurückkehren muss. Was für eine erste Viertelstunde. Diesmal eine super Vorarbeit von Dejan Ljubicic, nachdem Netzer hier nicht wirklich klären kann. Perfekter Pass in die Tiefe. Joelton dann mit etwas Ballglück gegen Zwischenbrugger und Luxe. Aber was soll's? Rapid trifft in allen 18 Heimspielen der Saison. Erstmals seit 11 Jahren, ist ungefährdet bis Minute 45. Patrick Salomon, da ist Adrian Grbic und kurz vor dem Seitenwechsel ist Altach mit dem ersten ernstzunehmenden Angriff zurück im Spiel. 7. Saisontor für Grbic nach einer tollen Vorarbeit von Salomon und dann perfekte Ballannahme des Altacher Stürmers. Perfekter Abschluss. Aber Rapid hat in der Nachspielzeit die Chance, den 2-Tore-Vorsprung wieder herzustellen. Schobesberger überragend, narrt da 2 Gegenspieler, tanzt mit dem Ball. Perfekte Vorlage für Murk, aber der am häufigsten aller Rapidler aufs gegnerische Tor schießt, verzieht hier. Und das war gar nicht mal so einfach, den daneben zu schießen. Da war fast das ganze Tor offen. Naja, so führt Rapid zur Pause nur mit 2:1. Zweimal Joelton, einmal Grbic. 10 Minuten nach dem Seitenwechsel. Dieser Freistoß, Stefan Schwab mit einer echten Harpune. Zum 25. Mal in dieser Saison trifft Rapid nur Aluminium. Schwab hier aus 31 Metern mit 95 Stundenkilometern. Wenig später ist der Ball dann nicht mit einem derartigen Tempo gespielt, aber Schwab macht sein 12. Saisontor. Und das mit der Birne nach Ecke von Murk, das 14. Kopfballtor von Rapid in dieser Saison. Das ist Ligaspitze. Ja, und Schwab widmet diesen Treffer dem schwer verletzten Teamkollegen Georgi Kvitaia. Wir sind dann in der 64. Schobesberger. So gut als Vorbereiter. Hier hat er die Chance aufs 4:1. Scheitert allerdings an Andreas Luxe. Insgesamt gibt Rapid 27 Schüsse ab. 13 davon
aufs Tor. Schobesbergers letzte Aktion, denn er geht dann runter und es kommt natürlich Steffen Hofmann. Von den Fans gefordert, von Goran Djuricin gebracht, sofort die Kapitänsschleife drüber über den Ärmel. Und 6 Minuten später passiert etwas, was das Stadion in Verzückung versetzt. Vor allem die Menschen, die drinnen sitzen und stehen. Das ist Murk. Ui, und dann Salomon mit einem Kniefall vor den Fußballgott. Hofmann zum ersten, Hofmann zum zweiten. Er macht es tatsächlich. Minute 73, Steffen Hofmann mit seinem ersten Saisontor, mit seinem 98. Bundesliga-Treffer in seinem letzten Bundesliga-Heimspiel für Rapid möglich gemacht durch Patrick Salomon. Und weil Netzer den Ball zwar abwehren, aber nicht entscheidend klären kann. Zu diesem Zeitpunkt ist die Arena hier ein Tollhaus und dieses Märchen hätte so ein schönes Happy End gefunden, wäre da nicht der böse Zauberer Goran Djuricin. Der hat 3-mal gewechselt und in Minute 91 nimmt er zunächst Schaub, der nach Köln wechselt, runter und dann auch noch Steffen Hofmann. Das ist eine schlimme Respektlosigkeit gegenüber den Altachern. Rapid beendet dieses Spiel zu 9, gewinnt hier hochverdient, auch in dieser Höhe mit 4:1 und sichert den dritten Endrang in der Tabelle. Ein bisschen Tränen, Drüsen gefällig. Steffen Hofmann bei Jörg Kühne. Steffen Hofmann, was hat es schlimm für Sie? Das ist schwer zu sagen. Es war eigentlich schlimm, denn dass der Tag dann gekommen ist. Heute der Tag war nicht leicht, aber natürlich auch irgendwo dann wunderschön für mich. Ja. Wie war es denn auf der Bank für Sie bis zu Ihrer Einwechslung? Wie war es für Djuricin? Es ist eigentlich nur darum gegangen, wann er Steffen Hofmann bringt. Ja, ich glaube nicht, dass das ein großes Problem für den Trainer war, sondern er hat ja gewusst, was kommen wird. Und von daher, glaube ich, wird das auch kein Problem sein. Wie war es denn dann während der Partie für Sie, als Sie gespielt haben? Haben Sie einen Hang zum Kitsch? Ja, war natürlich wie, wenn man das Drehbuch schreiben würde, glaube ich, kann man es nicht besser schreiben, wie das, was heute passiert ist. Was haben Sie gefühlt nach Ihrem Tor? So irgendwie in Richtung, das darf doch jetzt nicht wahr sein? Ja, ist unglaublich, wenn ich mir jetzt nicht besser vorstellen können, als heute reinzukommen und ein Tor zu machen. Und das ist passiert. Natürlich wunderschön für mich, muss ich sagen. Wann werden Sie Sportdirektor hier? Nein, ich bekomme jetzt erst einmal einen tollen neuen Job, wo ich den Jungen wirklich helfen kann und habe noch sehr viel zu lernen und dann nehme ich mir auch die nötige Zeit dafür. Wie lassen Sie denn diesen emotionalen Tag heute ausklingen? Ich habe keine Ahnung. Sie wissen es noch nicht? Nein, keine Ahnung. Ganz spontan? Ganz spontan. Lassen Sie sich verzahnen? Kann heute gut möglich sein. Danke. Steffen Hofmann, nach seinem letzten Heimspiel für Rapid in der Bundesliga, er feierte 217 Bundesligasiege mit Rapid. Das ist Clubrekord. In 16 Spielzeiten hat er getroffen. Das ist Vereinsrekord. In der Saison 2009-2010 war er Torschützenkönig als einziger Rapidler in den vergangenen 20 Saisonen. War doch ein bisschen kitschig heute, oder? Mit dem Tor noch zum 4:1. Ja, war kitschig, aber trotzdem für ihn ein schöner Abschluss. Große Karriere geht in dieser Saison zu Ende. Er hat sehr viel geleistet für den Verein, hat auch sehr viel von den Fans zurückbekommen. Und wenn man weiß, wie er gespielt hat, dann ist er wirklich ein echter Rapidler, mitreißend durch seine Lauffreudigkeit und natürlich sehr schön anzuschauen durch seine spielerischen Möglichkeiten. 16 Saisonen für Rapid, hier sehen wir ihn im Wandel der Zeit. Michi Konsel, welchen Status hat er sich in Hütteldorf erarbeitet? Er spielt, er kämpft? Ja, auf jeden Fall ein krönender Abschluss und war enorm wichtig für die Mannschaft, für den Verein. Vor allem seine Standardsituationen waren immer sehr, sehr gefährlich. Und der Herr hat es gesagt, der richtige Rapidler, das Herz an der richtigen Stelle. Und das authentisch und das kommt bei den Fans unglaublich gut an. Und das sieht man auch, also wie er verabschiedet worden ist oder wie er überhaupt immer wieder getragen worden ist von den Fans.
Ja. Und weil eben der LASK heute zu Hause verloren hat, war das auch ein sehr wichtiger Sieg für Rapid, denn damit hat Rapid Platz 3 fixiert. Wir haben uns vorgenommen, mit den ersten drei zu sein. Cup-Finale haben wir nicht erreicht, von dem her ist ein Saisonziel weg. Dritter sind wir wenigstens geworden, aber natürlich wollen wir mehr. Es ist natürlich dann schön, können wir ruhig nach Wolfsburg fahren. Ich glaube, da war eh nicht so oft der leichteste Boden für uns. Also ja, ich glaube, ein gelungener Nachmittag für uns alle. Ja, ich habe schon gehört, dass wir fixer Dritter sind. Damit haben wir unser Minimalziel erreicht. Aber ich hoffe, dass die Mannschaft vielleicht das nächste Jahr einen Titel holen kann. Wir haben einen hohen Anspruch, auch zu Recht so. Und deswegen ist es normal, dass wir Dritter sind. Wir freuen uns natürlich, aber weit entfernt von irgendeiner Euphorie. Wir haben das geschafft und jetzt wollen wir seriös die Saison noch zu Ende spielen. Wie verdammt emotional war denn heute alles? Es war sehr emotional. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich Tränen vergießen muss, aber ja, bei so einer Verabschiedung kann einem gar nichts anderes übrig bleiben. Wir sind froh, dass wir vor allem ihm, aber allen Spielern, die uns verlassen, den Abschied so geben haben können. Und ja, es tut halt weh mit so einem Spieler, der mich jetzt auch schon seit 5 Jahren zusammengespielt hat. Sowas gibt es, glaube ich, kein zweites Mal. Und ja, es tut weh, den zu verlieren, aber zum Glück bleibt er uns im Verein noch erhalten und wir werden das ein oder andere Mal noch zu Gesicht bekommen. Ich ziehe vor beiden Typen den Hut. Menschlich, beide Top-Charaktere, fußballerisch sowieso. Sie haben den Verein so viel Gutes da und ja, sie hinterlassen riesige Fußstapfen. Es tut natürlich heute weh, aber wir werden sie jetzt nur gebührend verabschieden. In dieser Woche ist wirklich sehr viel passiert. Der Papstbesuch, den Abschied von Schaub, von Steff, Pavelic geht, Joe Linton. Vielleicht war es auch zu emotional zeitlang im Spiel. Der Knöchelbruch von Quilli. Ich würde gern den Sieg dem Quilli Dyer, wie soll ich sagen, übertragen. Das ist für dich, Quilli. Widmen, danke, das Wort ist mir nicht eingefallen. Ja, es war höchst emotional noch dazu. Das Punkterl auf sie war, glaube ich, dass der Steff seine Karriere so beendet hat mit einem mega Schubfall über den Tormann. Also ich glaube, Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Es war wirklich toll für ihn, glaube ich, für uns alle. Wir haben auch hochverdient gewonnen, hätte vielleicht auch sogar höher ausgehen können. Ja, am Ende hat es eben